Du warst schon verheiratet. Ich bin es noch. Okay. Ja, die Liebe. Das war das grosse Thema diese Woche. Wo fangen wir Dating-Show-mässig nochmal an? Wie wär's mit Bauerlady gesucht? Das war so richtig zum Schreien. Ah! Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja, ich denke, mit dem Traktor, mit dem Youngtimer die Hofdamen ausführen. Wie war das? Mit dem Youngtimer. Ja, nicht so lustig, gell? So machst du das super. Hure super. Nein! 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 Die zwei haben auf jeden Fall gerade so den Dirty Talk übersprungen und sind direkt zur Tat geschritten. Andere sind da noch immer im verbalen Vorspiel. Und, wie schmeckt die heiße Liebe? Nein, es ist sehr fein. Ja, mal schauen, wo da uns heute hinführt. Wo? Willst du es wissen? Ich kann es nicht beschreiben. Das kann man mit Wort fast nicht beschreiben. Dann halt so. Normal ist ja da nicht, oder? Aber es gibt es immer wieder. Es sind halt auch nur Menschen, oder? Da hilft nur noch eins. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Die Schweizer haben aber nicht nur in der eigenen Landesgrenze geflirtet. Wenn du im Thurgau wohnst, dann überlegst du mal, vielleicht ist es gescheiter, ich gehe sogar bis auf Deutschland zum einen suchen. Eine feine Spezialität aus von meiner Heimat, von meinem Dorf, wo ich herkomme, oder von meiner Stadt, wo ich herkomme. Das wäre? Ein Birnenbrandwein. Woher kommst du? Aus Romanshorn. Bis wir sterben im Thurgau. Das ist in der Schweiz. Ich bin ein Schweizer. Oh, grüezi wohl. Durchaus ein Schweizer. Also ich liebe ja eigentlich diese Sprache. Schweizerdeutsch. Wenn jetzt der eine dem anderen ein kleines Kompliment macht, dann würde ich euch dafür zu Tisch begleiten. Ja, das ist interessant. Da läuft etwas. Mir gefallen deine Augen. Dankeschön. Ja, bitte. Ja. Mir gefällt dein Oberteil ganz schön. Ja, supi. Das war komisch. Belli und Mia haben uns diese Woche auch wieder mit ihrer TV-Präsenz beehrt. Sie haben den Partybus entdeckt in Barcelona und ich bin der Balkansprache nicht mächtig, aber ich glaube, der Belli hat es nicht gefallen. Cinnone. Otta Cinnone. Was? Wo müssen wir jetzt hin? Was ist das? Was schnurrst du für Scheiß? Sorry, wir sind zu geil, um einfach zu den Leuten gehen, Mann. Was sind wir? Nutten oder was? Ich meine, ich mache schon Party und ich kann ihm... Aber nicht, wenn die hocken zu und dann kann ich... Hey, was bin ich, Bro? Otta Cinnone. Die beiden geistigen Tiefflüger, die haben diese Woche arbeiten gehen. Und zwar als Party-Promoterinnen unter wirklich widerliche Arbeitsbedingungen. Okay, so another rule that we have is no drinking. So you cannot drink today. That's it. Weißt du, du kannst nicht ändern. Es ist halt passiert und du kannst nicht mehr machen. So kann Belly einfach nicht arbeiten. Also Entschuldigung. Natürlich kann ich müssen Alkohol kaufen. Ich hätte es nicht gemacht. Hashtag real. Die Party-Promoting-Chefin wird das sicherlich verstehen. Aber wenn sie mich besser kennenlernen wird, dann wird sie merken, dass ich mit Alkohol einfach besser bin. Es ist einfach so. Auf den Alkohol! Den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Ich bin wirklich kein Klon oder sonst irgendetwas. Das ist einfach geil. Ich will lieber einfach Geld verdienen, indem ich einfach dort bin. So, ja. Checks, ich mache ein bisschen irgendetwas, das ist doch viel besser. So jemand gehört eigentlich ausgebucht. Ich kann wirklich safe sagen, die zwei haben nicht allzu viel im Kopf. Er da hat wahnsinnig viel auf dem Kopf. Jetzt soll es aber endlich wieder weitergehen. Wie das erzählt uns der Sänger, der Mark Fox. Ja, Mark, am 2. Ja, Oktober spielt Chakra.
Er ist einfach wirklich eine coole Sau. Die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer, die mögen sich vielleicht noch als Ehepaar Kiffler erinnern. Von denen hat es jetzt sozusagen eine neue Auflage bei SRF bei den Leuten. Jetzt musst du ja die Schnur heben. Wieso? Um die heben, das sind runtergefallen. Weil ich bin erst 61, dann machen die anderen mit 100. Geht's noch? Also. Naja, ist doch so. Heiterer Becken, ehrlich. Zum Schluss gibt es von diesen beiden jetzt noch etwas. Das ist irgendwie die Kategorie so zwischen sehr cringy und schon unhure grusig. Entscheidet selber. Weil bis sie ist die immer nicht wichtig sein, aber kann man so trinken oder ist es warm? Ticket. Das war so lustig. Ja. Das ist das Wichtigste. Give me five.